Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Wir schauen wieder in die nächste Wetterwoche hinein. Lars hat ja heute schon wieder bis zum Wochenende gemacht. Für mich bleibt dann wieder nichts anderes übrig, als in der nächsten Woche herumzuschauen in den Wettermodellen. Ja, und ich kann schon mal eines sagen, ein stabiles Hochdruckgebiet wird nicht in Sicht sein, denn viele Tiefdruckgebiete werden uns überqueren. Und dann kommen auch kleine Randtiefs ins Spiel, vor allem so am Montag und Dienstag. Wir hatten das gestern schon angesprochen. Ja, da kann es dann teilweise stürmisch werden. Und zur Wochenmitte erreicht uns wohl ein Schwung Kaltluft, kalter Polarluft aus Norden. Aber alles jetzt der Reihe nach. Ich habe wieder viele Karten vorbereitet, deswegen verzichten wir heute mal auf einen Opener mit einem Rückblick oder so und beginnen direkt mal mit der neuen Woche im neuen Jahr. Wir schauen uns dazu den Jetstream an, denn der liegt dann am Montag bzw. zu Wochenbeginn genau vom Atlantik Richtung Deutschland gerichtet. Wir sehen hier diesen Jetstream, das ist der Wind eben in der Höhe. Der erreicht dort durchaus mal so 280 Kilometer pro Stunde in 10 bis 11 Kilometern Höhe. Ja, und der Jetstream ist eben vom Atlantik Richtung Deutschland ausgerichtet und dann können sich eben kleine Randtiefs entwickeln entlang des Jetstreams, die vom Atlantik her Richtung Deutschland ziehen. Und das wird in den Wettermodellen auch immer wieder angedeutet, denn der Jetstream, der trennt ja mildere Luftmassen, wärmere Luft im Süden von kälteren Luftmassen im Norden. Und dann in diesem Übergangsbereich bilden sich gerne so kleine Randtiefs, die durchaus zu einem kleinen Sturmtief und auch einem kleinen starken Sturmtief heranwachsen können. Ich hatte den Jetstream ja mal genau erklärt, ich verlinke euch das Video hier oben nochmal, wo der Jetstream genauer erklärt ist. Wie gesagt, und dann, wo sich wann genau diese kleinen Randeier bilden, das ist wie so oft immer ziemlich unsicher noch, auch noch so, ja, 4 Tage vorher. Wir schauen uns dazu mal 2 Karten an und sehen zunächst mal das ECMWF-Wettermodell, hat eine doch insgesamt eher schwache Welle drin, ein schwaches Randtief, was uns schon ziemlich schnell am Montagnachmittag bzw. Abend erreichen wird und etwa über den Süden die südliche Mitte hinwegzieht. Das Modell der Briten und auch das GFS-Wettermodell von eben ist gerade noch mal neu reingekommen, tendieren eher dahin, dass das Tief sich eher noch westlich von uns entwickelt und eher im Laufe des Abends bzw. in der Nacht auf Dienstag hereinziehen wird. Ihr seht also schon für den Montag schon einige Unsicherheiten. Da weiß ich schon wieder gar nicht, womit ich jetzt anfangen soll bzw. was ich da vorhersagen soll. Wir schauen uns trotzdem mal an, was so für den Montag und den Dienstag berechnet wird. Zunächst mal noch die Wetterlage für den Dienstag, denn da deutet sich an, auf der Rückseite dieses kleinen Randtiefs, was wohl ins Spiel kommt, wird zunächst noch ein Frontenzug über Süddeutschland liegen, so eine Luftmassengrenze, ein wellender Frontenzug so im Bereich der Alpen. Gleichzeitig erreicht wohl eine Kaltfront dann den Norden, hinter der dann deutlich kältere Luft Richtung Wochenmitte zu uns kommt. Jetzt schauen wir aber mal auf den Montag und den Dienstag. Wir sehen am Montag, es wird erstmal noch einige Schauer geben. Es ist insgesamt noch recht mild. Die Schauer werden wohl im Tagesverlauf dann nachlassen und sich weiter nach Osten und Nordosten zurückziehen, denn das neue kleine Randtief kommt dann wohl im Tagesverlauf rein. Wie gesagt, das ECMWF hat schon auf viele Landesteile dann teils kräftigen Regen ausbreitend. Die meisten Wettermodelle tendieren erst dazu, dass im Laufe des Nachmittags und Abends dann so im Westen und im Südwesten der teils kräftige Regen einsetzt und dann eben auch der Wind Richtung Abend deutlich zunehmen wird. Es tendieren, wie gesagt, die meisten Wettermodelle dazu, dass in der Nacht auf Dienstag dann, beziehungsweise Montagabend bis Dienstagmorgen, vor allem in der Südhälfte Deutschlands ein Sturm ein Thema werden kann, dass dort eben dieses Randtief je nach Entwicklung mit Sturmböen, vielleicht sogar auch schweren Sturmböen durchzieht. Ich will da jetzt einfach noch nicht ins Detail gehen. Wir müssen noch ein paar Tage warten, wenn die Wettermodelle sich anpassen, beziehungsweise das Ganze sich konkretisiert. Dann am Dienstag wohl vor allem nach Süden hin teilweise länger anhaltende Niederschläge, die dann vor allem dort in den höheren Lagen, ich würde eher aber mal so 800, 900 Meter, vielleicht auch nur 1000 Meter ansetzen. Das heißt Hochschwarzwald, eventuell die höchsten Lagen der Schwäbischen Alb, Alpen, Bayerischer Wald etc., dass dort dann im Tagesverlauf die Niederschläge auch in kräftigen Schneefall übergehen können. Untenrum, ihr seht es auch an den Temperaturen, wird dort in Sachen Schnee sehr wahrscheinlich nichts passieren. Ansonsten auch Tiefdruckwetter, windig ist es. Die neue Kaltfront erreicht den Norden, die Temperaturen gehen zurück langsam. Aber auch dort im Norden noch nichts Winterliches. Dann schauen wir uns jetzt mal den Mittwoch an. Und da habe ich jetzt auch noch gar keine Vorhersagekarten gemacht. Dennoch sind sich die Modelle relativ einig,
dass uns dann auf der Rückseite immer kältere Luftmassen aus Norden erreichen. Um die Wochenmitte ein Vorstoß kalter Polarluft deutet sich an aus Norden. Wir sehen zwischen diesem Hochdruckgebiet, was sich mal aufstallt auf dem Atlantik, und der Tiefdruckzone fließt dann eben diese kühlere Luftmasse ein. Und damit kann es am Mittwoch durchaus auch mal kräftige Schnee- und Graupelschauer bis in tiefe Lagen geben. An einigen Mittelgebirgen, an den Nord- und Nordwesträndern und an den Alpen, da kann es auch länger anhalten schneien. Also so ein Wintereinbruch light sozusagen könnte uns dann durchaus am Mittwoch bevorstehen. Aber für Dauerfrost im Tiefland oder so reicht das wohl nicht. Es ist insgesamt recht gut durchmischte Luft, wahrscheinlich mit ordentlich Wind auch dabei. Also richtiger Wintereinbruch im Tiefland eher nicht. Durchaus mal eine örtliche weiße Überraschung. Wir sehen das eben dann auch an der Karte, an der Höhenwetterkarte zunächst mal, dass sich eben recht einheitlich auch dieser Hochdruckkeil auf dem Atlantik aufsteilen wird und dann eben wir im Bereich dieses Troges liegen, wo die kalte Luft uns aus Norden bzw. Nordwesten erreicht. Also das deutet sich doch recht einheitlich an, dass so Mittwoch, Donnerstag vielleicht auch noch uns eben dann mal kalte Polarluft mit Schneeschauern bis runter erreicht, Tiefland aber eher nasskalt. Ja, wir schauen mal so ein bisschen auf den weiteren Verlauf und da deutet sich doch an, wenn wir uns diese Höhenwetterkarte jetzt mal für Richtung Freitag anschauen, deutet sich doch eher eine zonale Wetterlage an. Das heißt, wir liegen insgesamt in einer westlichen Strömung, beziehungsweise wir sehen diese Tiefdruckzone, diese große Tiefdruckzone über Nordeuropa vom Nordatlantik, nördlich von uns mit dem Schwerpunkt, generell aber eher eine recht südliche Frontalzone. Das heißt, auch der Jetstream wohl relativ südlich und das heißt, wir eher im Bereich dieser nass-kalten Luftmassen und diese deutlich milderen Luftmassen, also die wir auch jetzt im Moment haben, mit teilweise zweistelligen Höchstwerten. Die wohl eher nicht, aber natürlich ist so eine großräumige Konstellation auch nichts, was richtig Dauerfrost oder Winterwetter im Tiefland bringt. Allerdings können kleine Tiefdruckgebiete auch immer mal weiße Überraschungen durchaus bringen. Das kann ich jetzt einfach nicht ausschließen für diesen Zeitraum. Von der großräumigen Konstellation eher westliche Strömungen, das heißt mal etwas mehr Südwest, mal etwas mehr Nordwest. Insgesamt Tiefdruck geprägt und häufig nass, im Bergland auch durchaus mal winterlich. Wir schauen uns dazu mal die Schneehöhenberechnung an bis zum Freitag und ihr seht, das ECMWF, ja, das hat sogar mal eine recht dünne Schneedecke, vor allem so im Norden und im Osten drin. Man muss aber auch sagen, das ECMWF-Modell hat Probleme damit, dass der Schnee ziemlich schnell und zu lange liegen bleibt. Das heißt, das Wettermodell muss ja auch die Bodenverhältnisse genau kennen und dann eben, wenn es wieder ins Plus geht, muss der Schnee abtauen im Wettermodell und damit hat das ECMWF, auch wenn es in der Mittelfrist von der Wetterlage sehr gut ist oft, hat es bei dieser Schneehöhengeschichte doch Probleme und lässt den Schnee häufig länger liegen. Dennoch sehen wir durchaus mal eine dünne Schneedecke vorübergehend da möglich. Ansonsten sehen wir nochmal unser Wettermodell, das Schweizer Wettermodell. Das ist wohl im Großen und Ganzen eher realistisch, dass die höheren Lagen der Mittelgebirge rund 500-600 Meter dann eine Schneedecke bekommen bis Freitag. Das ist wohl realistisch. Im Tiefland eher mal die örtlichen und eher kurzen weißen Überraschungen, die möglich sind. Schauen wir nochmal auf die Niederschlagsmengen dazu. Gesamtniederschlagsmenge auch aus den beiden Wettermodellen. Wir sehen, es wird insgesamt recht verbreitet nass werden, vor allem entlang einiger Mittelgebirge in den Staulagen, aber auch Richtung Alpen, Schwarzwald, da kommt weiterhin ordentlich was runter. Ja, und die Schneefallgrenze kommt ja dann im Verlauf der Woche runter. Zunächst haben wir ja teilweise auch mal jetzt schon erhöhte Wasserstände, also Hochwasser an den Flüssen und Bächen. Das Ganze wird sich eher noch ein bisschen verschärfen erstmal, je nachdem wie das Randtief auch ziehen wird Anfang der Woche. Ansonsten aber wird die Schneefallgrenze ja wohl runterkommen und dann das Ganze eher eben in den höheren Lagen wieder gebunden als Schnee. Ja, wir blicken jetzt nochmal auf Temperaturtrends, auf zwei Temperaturtrends. Ich habe hier einfach mal Frankfurt herausgesucht. Es ist im Großen und Ganzen für alle im Tiefland in etwa stellvertretend, auch wenn es nach Nordosten, Osten und Norden wohl etwas kälter werden kann als hier in Frankfurt. Ihr seht, die Temperaturen gehen vom sehr hohen Temperaturniveau geht es runter. Es liegt dann aber meistens doch eher so um die 5 Grad maximal. Es gibt sogar Lösungen, die ja auch immer wieder Richtung 8 und 10 Grad gehen. Einige Lösungen, und man muss hier sagen, die schwarze Linie, das ist ja der Hauptlauf des ECMWF, ja, der ist sogar eher am unteren Rand zu finden mit seinen Temperaturen, die hier teilweise nur so um 0 Grad liegen oder etwas drüber mal. Ihr seht aber auch so einen Knick wahrscheinlich eben um die Wochenmitte, Dienstag, Mittwoch, bevor es dann vielleicht auch wieder etwas rauf geht. Zusammengefasst, kein große Dauerfrostlage, eher nass kalt mit örtlichen weißen Überraschungen mal im Tiefland.
Das war sozusagen jetzt erstmal der Trend. Ich bin morgen auch nochmal da, halte euch da auch nochmal auf dem Laufenden. Da gibt es das letzte Video des Jahres von mir sozusagen. Deswegen abonniert unseren Kanal. Morgen wieder ein Update. Bis dann und ciao.